Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Letzte Vorbereitungen für Zwickauer Weihnachtsmarkt. Waltenburg feiert wieder Schloss Weihnacht und BSC Rollers schlagen Aufsteiger. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Montagsausgabe von Tag aktuell. Beginnen wir nun mit einem ganz aktuellen Thema. In der Zwickauer Innenstadt liefen heute die letzten Vorbereitungen für den Zwickauer Weihnachtsmarkt. Der wird morgen feierlich eröffnet und entsprechend viel hatten die Händler an diesem letzten Tag der Vorbereitung noch zu tun. Udo Rupp-Kalvis und Sina Richter haben für Sie ein paar Eindrücke eingefangen. Einige Veränderungen sind bereits jetzt zu sehen. Die Bühne zum Beispiel steht direkt an den Stufen zum Rathaus. Damit soll das dichte Gedränge vermieden werden, was vielen sicher noch vom vergangenen Jahr in Erinnerung ist. Die Punschpyramide erlebt 2014 ihre zweite Saison und wird mit Sicherheit auch wieder dicht bevölkert sein. Eine weitere Neuerung haben wir an der Bulettenschmiede bei Silke Walz entdeckt. Die ist nagelneu. Die hat noch nie gestanden. Nein, die ist funkelnagelneu. Extra für den Weihnachtsmarkt ganz neu gebaut. Das heißt, morgen um 10 hat sie ihren großen Auftritt, denn da wird ja inoffiziell, sage ich mal, der Weihnachtsmarkt eröffnet. Genau, morgen um 10, um 9 früh kommt unser Pfarrer, unser Schaustellerpfarrer und wird erstmal uns Mädels und die Hütte einweihen, dass wir einen schönen, erfolgreichen, alle gesund den Weihnachtsmarkt überlegen und den Leuten eine schöne Freude machen können. Das habe ich auch noch nicht gehört. Ein direkter Schaustellerpfarrer, ist das so eine kleine Tradition? Das ist bei uns Tradition. Wenn es ein neues Geschäft gibt, dann kommt der Pfarrer und gibt erstmal den Geschäft und den Leuten, die daran arbeiten, seinen Segen. Wie oft haben Sie persönlich sowas schon erlebt? Das macht man ja nicht jedes Jahr, oder? Nee, das macht man nicht jedes Jahr. Und ich habe gedacht, jetzt in der Mitte meines Lebens will ich es noch mal wissen. Habe ich mir selber wirklich meinen Traum erfüllt. Das war ein Jahr Planung. Wirklich von früh bis abend schlaflose Nächte und jetzt ist es endlich wahr und morgen wird mein Traum wahr. Und da ist es mir ganz wichtig, wenn unser Pfarrer kommt und das segnet. Wann gingen die Planungen hier für diesen neuen Stand los? Das macht man ja auch nicht von heute auf morgen, ne? Also im Kopf sind die schon lang, aber die richtigen Planungen letztes Jahr zum Weihnachtsmarkt. Besten Dank für diese Informationen. Also morgen 9 Uhr ist dann hier die große Segnung dieses neuen Verkaufsstandes. Ja, noch ein paar Daten vielleicht. Also 10 Uhr ist morgen die kleine Eröffnung. Die große Eröffnung mit der Oberbürgermeisterin, die ist dann morgen 17 Uhr natürlich die große Feierstunde. Was wäre noch zu sagen? Am Samstag, da haben wir verlängerte Öffnungszeiten. Da haben die Läden bis 22 Uhr geöffnet. Und jetzt noch ein Hinweis für die Kleinen. Natürlich jeden Nachmittag 16.30 Uhr kommt auch in diesem Jahr jeden Tag wieder der Weihnachtsmann. Und damit wieder zurück ins Studio zu Kim Wutzler. Die Gemeinde Lichtentanne beteiligt sich nun auch am Landkreisprojekt Hilfepunkt. Am Mittwoch um 10 Uhr wird Bürgermeisterin Inge Kraus mit Kindern der Kita Parkwichtel den ersten Aufkleber an der Gemeindeverwaltung anbringen. Der Hilfepunkt signalisiert, dass es hier einen Ansprechpartner für kleine und große Probleme der Kinder gibt. Egal ob wegen einem verpassten Bus, einem vergessenen Wohnungsschlüssel, Krankheitsfällen oder auch Sorgen in der Familie. Außer in Lichtentanne finden die Jüngsten mittlerweile in 25 weiteren Städten und Gemeinden des Landkreises Hilfe. Insgesamt wurden bislang 369 Hilfepunkte geklebt. Heute in einem Monat ist Heiligabend. Auch in diesem Jahr bietet die Arbeitsagentur Zwickau wieder eine kostenlose Suche und Vermittlung von Weihnachtsmännern und Engeln an. Bewerben kann sich jeder, sowohl Frau als auch Mann, der sympathisch und gemütlich ist, sowie in Weihnachtsgedichten, Geschichten und Liedern bewandert ist. Anmeldungen und Buchungen sind in der Arbeitsagentur möglich. Werbung.
Willkommen im Zwickauer Weihnachtsland. Das Markterlebnis für Jung und Alt. Ob gesellig auf dem traditionellen Zwickauer Weihnachtsmarkt oder romantisch besinnlich zur Schlossweihnacht im Schloss Osterstein. Ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm wartet auf Sie. Und am 30. November vorweihnachtliches Adventsshopping bis 22 Uhr in der gesamten Zwickauer Innenstadt. Mauritius Kronkorkenaktion. Jetzt mitmachen und sich den Mauritius Gartenfreund holen. 100 Winterbier Kronkorken sammeln und gegen das 9. Original erzgebirgische Räuchermännchen eintauschen. Zwickauer Mauritius. Ein Schluck Heimat. Sie möchten Ihre Lieben auch dieses Weihnachtsfest wieder mit leckerem Fieber-Nougat und Marzipan verwöhnen? Eine Riesenauswahl finden Sie direkt im Herzen von Zwickau, in der inneren Plauenschenstraße 7, gleich gegenüber den Zwickau-Arkaden. Jetzt zur Weihnachtszeit halten wir für Sie ein reichhaltiges Angebot an originellen und edlen Nikolaus- und Weihnachtspräsenten bereit. Wenn Sie möchten, verpacken wir Ihren Einkauf ganz nach Ihren Wünschen und arbeiten dabei auch mitgebrachte Gutscheine oder Geldgeschenke mit ein. Eine besondere Idee zum Verschenken sind süße Grüße aus Zwickau. Ganz neu haben wir naturreine Liköre, ganz ohne chemische Zusätze, in den vielfältigsten Geschmacksrichtungen im Angebot. Wirtschaftsrecht betrifft jeden, der im Geschäftsleben steht und Verpflichtungen eingeht. Die Kanzlei für Wirtschaftsrecht, Rechtsanwalt Albert Schlichter, die Kanzlei im Schiffchen, ist Ihr verlässlicher Partner. Der Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht vertritt konsequent die Interessen mittelständischer Unternehmen, Selbstständiger, Handwerker oder Privatpersonen. Auch als Privatanleger oder Investor finden Sie hier kompetente und zielorientierte Beratung. Sie finden Rechtsanwalt Albert Schlichter und sein Team mitten im Herzen von Zwickau, in der Münzstraße 12 am Kornmarkt. Tauchen Sie ein in das Vom-Fass-Erlebnis. Hier finden auch Sie das passende Präsent für die schönste Zeit des Jahres. Neben Likören aus eigener Manufaktur gibt es hier Weine und Spirituosen aus aller Welt. Für Sie schon ab 100 Milliliter ganz frisch abgefüllt. Probieren Sie unsere Produkte vor Ort, denn wir verkaufen nur, was handwerklich, nachhaltig und aus besten Zutaten hergestellt wurde. Ganz nach Ihren Wünschen verpacken wir Ihre Geschenke und nehmen gerne Ihre Bestellungen für Firmenpräsente entgegen. Beachten Sie auch unser häufig wechselndes Whisky-Angebot. Das Vom-Fass-Erlebnis. Sehen, probieren, genießen. Direkt im Herzen von Zwickau, in der Hauptstraße 30. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job.
regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. In Waltenburg wird am kommenden Wochenende zum 7. Mal die Schlossweihnacht gefeiert. Seit langem laufen die Vorbereitungen, an denen auch diesmal wieder unzählige freiwillige Helfer beteiligt sind. Vertreter der Stadt und des Landratsamtes haben vorab über den Stand der Planungen informiert. Schlossweihnacht in Waldenburg, das ist der etwas andere Weihnachtsmarkt, der seit Jahren die Massen auf das Schlossgelände lockt. Nicht der Kommerz steht dabei im Mittelpunkt, sondern das, was eigentlich die Weihnachtszeit ausmacht. Besinnlichkeit, familiäre Atmosphäre und Märchen. Die sind im gesamten Schlossgelände in Szenen nachgestellt und sind nicht nur zum Anschauen, sondern zum Mitraten. Ja, also wir haben über 7 Jahre hier durch unsere ehrenamtlichen Helfer verschiedene Märchen zur Ausstellung und das wird natürlich jedes Jahr erweitert und diese Märchen findet man im Schloss und ums Schloss herum. Mittlerweile sind es 15 Stück und es gilt zu erraten, ich glaube dieses Jahr ja Minimum 10 und da kann man an einem Märchenquiz dran teilnehmen. Welches am Sonntag gegen Nachmittag 16 Uhr, 17 Uhr ausgelost wird. Und da gibt es natürlich schöne Preise für die Kleinen. An beiden Wochenendtagen werden im Schlosspark auch Wichtelwanderungen angeboten. Ebenfalls eine typisch Waldenburger Erfindung für die Schlossweihnacht. Wir haben hier generell das Jahr über Schatzsuche im Schloss. Und da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, Mensch, Schatzsuche im Schloss, das gehört natürlich Weihnachten auch dazu. Also sind wir von dieser Schatzsuche zur Wichtelwanderung gekommen. Also gehen die Kinder hier wirklich verkleidet mit Umhang und Laterne auf die Suche und suchen mit unserem Schatzsucher, den Herrn Rammler, hier als Wichteln verkleidet den Schatz. Im Schlossgelände verteilt sind in diesem Jahr aber auch einige massive Wichtel aus Holz. Hergestellt von Manfred Wörl als oberster Wichtelmacher, der bei seiner Arbeit aber auch Helfer hatte, damit zur Schlossweihnacht alles fertig ist. Ja, also wir lassen uns jedes Jahr was einfallen, wollen natürlich hier das Schlossareal jedes Jahr verschönern. Wir haben bereits Holzengeln, Kerzen, Holzeulen hier vor Ort gehabt und dieses Jahr sind wir eben auf die Wichteln gestoßen und haben es unseren ehrenamtlichen Helfer, unserem fleißigen Wichtel zu verdanken, dass diese Wichteln hier im Schlossareal glänzen. Zur Schlossweihnacht hat sich der Landkreis als Betreiber des Schlosses nicht lumpen lassen, auch diesmal wieder neue Räumlichkeiten in die Schlossweihnacht zu integrieren. Ja, das haben wir uns ja zum Anspruch gemacht. Die märchenhafte Schlossweihnacht soll ja märchenhaft und zauberhaft bleiben. Nein, wir haben in der Wandelhalle, die zum Schloss gehört und die früher auf die Terrasse geführt hat, war ein Überbau drüber, was zu Krankenhauszeiten die Physiotherapie war. Diese haben wir wieder geöffnet. Die gesamten Baumaßnahmen sind so weit, dass wir glücklich sind, zur Schlossweihnacht diese Halle und Räume der ehemaligen Kanzlei der ersten deutschen privaten Sparkasse hier als Gastraum mit anbieten zu können. Und es wird sich unser Schlosscafé zur Schlossweihnacht hier drin befinden. Ein wichtiger Punkt für die Besucher ist immer auch die Frage nach den Parkplätzen. Rund um das Schloss wird wieder alles dicht sein. Doch die Stadt Waldenburg hat dafür eine Lösung. Es wird so sein, dass in der Innenstadt dann keine Parkplätze mehr vorhanden sind. Und wir haben es auch schon gehabt, dass teilweise die Busse nicht mehr im Markt rumfahren konnten. Und deshalb bitten wir ganz einfach, insbesondere die aus Richtung Glauchau kommen und aus Richtung Altenburg, dass die dann wirklich auch die Hinweise ernst nehmen und die ihre Autos an Freibad abstellen. Und die Feuerwehr wird mit den 2 MDWs die Besucher dann in die Stadt reinfahren und auch wieder raus. Und das ist alles kostenlos. Einzig der Eintritt zur Schlossweihnacht selbst kostet pro Person 2 Euro. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Die feierliche Eröffnung mit dem Landrat und dem Waldenburger Bürgermeister ist am Samstag 10 Uhr. Vom 27. bis 30. November findet auf dem Meraner Teichplatz der 7. Märchenweihnachtsmarkt statt. Ein weihnachtliches Flair, liebevoll geschmückte Markthütten und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm lädt die Besucher zum Verweilen und Schlemmen ein. Geöffnet ist der Märchenweihnachtsmarkt täglich von 15 bis 20 Uhr und Freitag und Samstag bis 24 Uhr. Jeden Tag zwischen 16 und 17 Uhr schaut auch der Weihnachtsmann vorbei.
Das Zwickauer Konservatorium ist am Donnerstag Gastgeber für ein ganz besonderes Konzert. Auf der Bühne stehen Landesförderschüler der Gesangsklassen aus dem früheren Regierungsbezirk Chemnitz. Nach dem erfolgreichen Vorsingen im Frühjahr erhalten die Mädchen und Jungen derzeit in ihrem Hauptfach eine zweite kostenfreie Unterrichtsstunde. Von dieser Förderung profitieren insgesamt 7 Schülerinnen und Schüler aus Südwestsachsen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr im Robert-Schumann-Saal der Zwickauer Musikschule. Der Eintritt ist frei. Werbung. Für den Moment des Tages. Dayspa in Balance, Ayurveda, Massagen und alles, was Geist und Körper gut tut. Für den Moment des Tages. Dayspa Zwickau. Kosmetik und für den frischen Kick Ihrer Haut unsere Sauerstoffkosmetik. Für den Autsch. Moment des Tages. Dayspa in Balance. Waxing und Sugaring für ein haarfreies Körpergefühl, damit in Zukunft alles glatt geht. Auch Permanent Make-up für ein beständiges Aussehen. Dayspa Zwickau für die schönsten Momente des Tages. Zum Relaxen, Entspannen und Schönfühlen. Nähe Schwanenteich im Penthouse der Commerzbank. Zufahrt über Lothar-Streit-Straße. Nutzen Sie auch unsere Gutscheinhotline und unseren Gutscheinexpress. Sind auch Sie auf der Suche nach dem einzigartigen Weihnachtsbaum? Gerade gewachsen soll er sein. Die richtige Größe muss er haben und natürlich frisch geschlagen sollte er sein. Für all das gibt es eine Adresse: Meyers Weihnachtsbäume in Reinsdorf. Hier finden Sie eine Riesenauswahl an Weihnachtsbäumen und bezahlbar sind die auch. Nordmann-Tannen und Blaufichten gibt's hier schon ab 15 Euro. Und wenn Sie möchten, können Sie Ihren Baum auch selbst schlagen. Kommen Sie nach Reinsdorf. Zufahrt über die Straße der Befreiung, dann den Bergweg hoch, genau gegenüber dem Pflegeheim, nähe Kirche. Mein kleiner gelber Kaktus, mein kleiner roter Kaktus, mein kleiner grauer Kaktus steht draußen am Balkon. Bestechend anders. Der Citroën C4 Kaktus. Ab 175 Euro im Monat. Jetzt bei Ihrem Citroën-Partner oder auf citroen.de. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Schuh Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Herzrhythmusstörungen haben sich wesentlich gebessert. Der Blutdruck hat sich gewaltig verbessert. Cholesterinwerte gesunken. Blutwerte sind normal, ganz normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2-in-1 erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Jetzt am Start die noch schnellere Zweierkombi von Tele Columbus. Die Spannung steigt. Internet-Flatrates mit bis zu 150 Megabit. Bahnfrei. Und dazu die super günstige Telefon-Flatrate. Alles für nur 19,99 Euro im Monat. Jetzt auch mit Tablet-PC. Bestellen Sie jetzt unsere Doppelflat unter www.telecolumbus.de oder in Ihrem Tele-Columbus-Shop. Tele-Columbus. Manchmal brauchst du einfach jemanden, der mit dir Neues ausprobiert, der dich bewegt. Jemand, der dir einfach so hilft, der größer ist als du. Es gibt Momente, da brauchst du jemanden, der dich überrascht, der stärker ist als du und dir ein Lächeln schenkt. Wenn alles schief läuft, da brauchst du jemanden, der über dein Missgeschick lachen kann und der in einer komplizierten Situation eine ganz einfache Lösung findet. Es gibt Tage, da brauchst du Menschen, die mit dir besondere Momente teilen, die dein Leben bereichern. Manchmal brauchst du einfach ein Wir. Dafür stehen die Wohnungsbaugenossenschaften WEWOBAU, ZWG und WBG Zwickau-Land. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de oder rufen Sie uns an unter 07541 9530627. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Schwimmen, saunieren, entspannen und wohlfühlen. Das alles können Sie im öffentlichen Spa- und Wellnessbereich vom Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg erleben. Täglich ab 8 Uhr lädt das Schwimmbad mit Sauna sowie Massagebereich zum Entspannen ein. Zudem bietet die gepflegte Einrichtung mit speziell ausgebildeten Schwimmlehrern und Physiotherapeuten Massagen, Baby- und Kinderschwimmen, medizinische Wassergymnastik und Aquajogging an. Informieren Sie sich auch unter www.schwimmhalle-flexig.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Nun hat es auch den FSV Zwickau erwischt. Gegen Germania Halberstadt kassierten die Westsachsen am Samstag nach 13 Punktspielen in der neuen Saison ihre erste Niederlage. 2:1 hieß es nach 90 Minuten für die Gäste. Trotz zahlreicher Chancen gelang Sebastian May in der 63. Minute nur der Anschlusstreffer. Zwickau bleibt dennoch auf dem zweiten Platz, 4 Punkte hinter Wacker Nordhausen. Der FC Kaiserslautern war zum Punktspiel in Zwickau. Die FSV-Fans brauchen aber nicht neidisch zu sein. Auch die FCK Rolling Devils spielen unter dem Dach dieses Traditionsvereins. Beim Aufsteiger spielen einige bekannte Gesichter wie Matthias Heimbach, als Top-Korbleger bekannt, oder auch Paul Capasso und Sedat Antac, Spieler mit langjähriger internationaler Erfahrung. Auch Trainer Clifford Fischer ist hier kein Unbekannter. Dennoch entspannte Stimmung auf dem Scheffelberg. Es stand eigentlich nichts anderes als ein Sieg auf der Agenda. Die Zwickauer legten auch gleich vor und schufen Fakten. Von Beginn an zeigten die Hausherren, wo es lang geht. Vor allem die Routiniers wie Rostislav Pohlmann und Adam Erbin zeigten ihr Können bei den Korbwürfen. Zwickau kam damit recht schnell zu einem komfortablen Vorsprung, vor allem weil die Lauterer eine recht katastrophale Trefferquote hatten. Selbst nach gelungenen Defense-Aktionen gingen die Abschlüsse teilweise im wahrsten Sinne des Wortes daneben. Bei diesem Spielstand schon nach dem ersten Viertel konnte Gästetrainer Fischer nicht gerade zufrieden sein. Die Muldestädter schalteten dann einen Gang zurück, wechselten durch und probierten einiges aus. Dabei leisteten sie sich in der zweiten Hälfte manche Unkonzentriertheit
wogegen die FCK Devils bis zum Schluss eine echt kämpferische Einstellung zeigten. Doch wirklich gefährlich wurde es nie. Mit 74:61 brachten die BSC-Rollers das Spiel nach Hause. Am kommenden Sonntag geht es dann nach Elksleben bei Gotha. Mit dem Oettinger RSB-Team wartet dort ein etwas anderes Kaliber im Kampf um die Playoff-Plätze. Beim Spitzenreiter Neckarsulmer Sportunion mussten die Handballfrauen des BSV Sachsen am Samstagabend eine bittere 24:35 Niederlage einstecken. Während die Gastgeberinnen in der zweiten Halbzeit wie entfesselt aufliefen, fanden die Zwickauerinnen nie zu ihrem Spiel. Fataler als das Ergebnis waren für die Truppe von Jirschi Tankosch aber die schweren Verletzungen von Hanna Martinkova und Theresa Loll. Am Dienstag ist es nach der Auflösung von Frühnebel teils heiter, teils wolkig und niederschlagsfrei. Bei Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad weht ein schwacher Südostwind. Und die Aussichten in den kommenden Tagen erwartet uns überwiegend freundliches und trockenes Herbstwetter. Bis Freitag bleiben die Höchsttemperaturen im Bereich von 5 bis 7 Grad. Und das war sie auch schon wieder, die Montagsausgabe von Tag aktuell. Soll ich Ihnen verraten, worauf ich mich morgen freue? Da öffnet nämlich der Zwickauer Weihnachtsmarkt. Wir sind natürlich mit der Kamera vorbei. Kommen Sie doch auch vorbei. Um 17 Uhr ist die offizielle Eröffnung. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen schönen Abend und morgen begrüßt Sie mein Kollege Uderup Kalvis. Werbung. Television Zwickau.